Hallihallo, hier ist Christian Hemschemeier, Vatertherapeut und Beziehungscoach. Und diesmal wieder kommt um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, wenn du meine persönliche Hilfe suchst. Auch gibt auch momentan auch die Möglichkeit, Sessions zu buchen. Findest du auf liebeschip.de. Und es gibt am Freitag, also auf jeden Fall am 28. haben wir so eine Sommerinteraktion. Das hatten wir noch nie, sowas. Für 28 Stunden, 28% bei 28 Grad auf alles. Außer Tiernahrung, nee, außer die Fortbildung, die ist ja schon, da gibt es ja extra Sachen. Aber ansonsten auf alle Sessions, alle Kurse. Weiteres findet ihr auf liebeschip.de. Der Code lautet 28 Grad. Und das Ganze ist von Freitag, 28. 18 Uhr bis Samstag, 29. 22 Uhr. Ja. Gut, heute haben wir ein Thema, wir sind beide fremd gegangen. Ich würde raten, jetzt mal nicht zuzuhören mit so einem bewertenden Auge oder Ohr, so, ah, das ist ja beide fremd gegangen, sondern mal spannender finde ich, oder wirklich spannend finde ich hier, ich meine, wir alle machen Fehler, zu sehen, dass auch wenn sich beide entschuldigen oder beide dann einen anderen Weg wählen, dass sich trotzdem an so einer Bindungsangst oder vermeidenden Thematik oder vielleicht ja, unnetten Aussagen nichts ändert. So, ne? Das ist so ein bisschen, ich sag das mal vorab gleich so, das Problem, also ich sage ja immer Standards und Dealbreaker, das ist auch total wichtig. Es kommt nur manchmal vor, dass jemand unter vielen Murren Standards dann einhält oder so gerade eben oder nur noch ein bisschen drüber weggeht. Aber es ist so unwillig wie nur irgendwie was und so, und wenn sich dann aber, wenn jemand sozusagen unwillig Sachen macht, aber das überhaupt nicht fühlt oder darunter keine Einsicht ist, weil ich muss mich echt mal anders verhalten, ist es immer noch so, wie es ist. Also man hat manchmal diese Themen, dass dann sagt man vielleicht irgendjemand, der, weiß ich nicht, irgendwie sich komisch verhält, dann sagt man, du musst jetzt das und das machen, du musst jetzt so Weihnachten mit mir feiern und nicht mit deiner Ex-Frau oder ich weiß nicht was. Und dann wird es so widerwillig gemacht, aber also an der Einstellung der Person hat sich nichts geändert, dann ist auch nicht viel gewonnen. Ne? Gut, also wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, geht es über ein Formular auf liebeschip.de. Das ist eine Nachricht von Neptreptovskila. Warum es immer Russen schreiben? Ich weiß es nicht. Hallo Christian, ich bin 48 und befinde mich seit ein paar Jahren in einer absolut seltsamen Beziehung. Das Wort toxisch ist mir gerade zu heftig. Die Beziehung begann, nachdem ich mich aus einer Dreiecksbeziehung befreit hatte, die mich allerdings ziemlich verändert hat. Ich wurde vom Plus zum Minuspol, dachte ich. Ja, wie gesagt, ich sage immer wieder, gibt ja auch ein Video und auch den Kurs Modul 4, die drei Arten von Co-Abhängigkeit. Also nur weil man vielleicht mal in Minuspol tendiert, heißt nicht, dass man unbedingt an seinem co-abhängigen Muster was geändert hat. Es gibt ja auch co-abhängige Bindungsangst und da kann man immer noch einen Anziehungspunkt haben zu Leuten, die vielleicht nicht so co-abhängig sind. Also mehr in die andere Richtung. Aber gut, ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, nur einmal drüber geflogen. Wir gucken mal, was hier kommt. Ich begann eine Beziehung mit einem gleichaltrigen Mann, der sein Leben lang viele Frauengeschichten am Laufen hatte. Nie verheiratet war, aber Kinder hat. Ich bewerte das jetzt nicht. Ich sage nur, es ist rein von der Story her, was ich keinem Liebeschip-Studenten, Studentinnen empfehlen würde. Nicht, dass man das nicht dürfte. Also ich habe absoluten Respekt vor Leuten, die einfach keinen Bock haben auf die Beziehung. Nur, dass er jetzt gerade mit dir eine vernünftige Beziehung führt, ist sicherlich so wahrscheinlich, wie das Weihnachten auf Ostern fällt. Also das ist ein bisschen übertrieben. Also vor allen Dingen, wenn man nicht mehr jung ist und sich das auch so etabliert hat, so ein Muster. Also wird bei mir schon, hätte ich persönlich aus heutiger Sicht gar keine Lust mehr, überhaupt eine Beziehung zu versuchen. So. Aber jeder trifft seine Entscheidungen und
es kann ja auch mal, aber ich, komischerweise bekomme ich solche Mails nie, natürlich kann auch mal irgendwann irgendwas anders laufen, aber irgendwie kommt mir das nicht runter, so. Gut, am Anfang etwas holprig, ich traute mich nicht, mich einzulassen, aber wollte ich vergessen und war bereit. Schon nach kurzer Zeit fiel mir eine extrem fehlende Impulskontrolle auf. Ist das denn nicht schon ein bisschen Red Flag? Wie gesagt, auch das, fehlende Impulskontrolle, ich drücke mich da ein bisschen rum um das Thema. So. Es kann auch ein Pluspol sein, ne? Aber es ist nicht gut. Es ist eine Unbewusstheit, es ist, ja, man hat seine Emotionen einfach nicht im Griff. Gespräche oder Streits liefen ziemlich extrem ab. Er wollte sich anfangs nicht wirklich vor seinen Frauen, oh, ich das schon lese, ey, zu mir bekennen. Daraufhin bin ich manchmal total verwirrt von dem Verhalten in der Art Zuckerbrot und Peitsche. Komm her, hau ab, zurück in meine Dreiecksbeziehung. Heimlich, dort spürte ich Ruhe, gleiche Sprache, einfach das Gefühl, geliebt zu werden, wie ich bin. Ja, also wenn das wirklich so war, dann warst du in der Dreiecksbeziehung besser aufgehoben als hier, weil Zuckerbrot und Peitsche ist, das muss ja gar nicht bewusst sein, ist aber trotzdem manipulativ, ist 3D-Beziehung, ist nicht echte Liebe, ist heiß-kalt. Muss jetzt gar nicht bewusst sein, dass die Dynamik dieses Menschen, der vielleicht ein bisschen bindungsängstlich ist oder so, weiß ich nicht, aber macht süchtig und ist nicht gut. Dieser Mann wusste von meiner Beziehung, meinen Partner habe ich jedoch betrogen. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Ich konnte mit ihm nicht reden, ohne dass wir in den übelsten Streit geraten wären. Ja, das ist so eine richtig überaktivierte Beziehung, die ihr habt. Und ja, wie gesagt, ich weiß, ich finde es immer schwer, aus E-Mails zu sagen, natürlich könnte ich jetzt mal Paartherapie machen. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen das Gefühl, bin ich so sicher, ob da viel rauskommt, aber das kann ich nicht wissen. Kann man ausprobieren. So, genau. Dieses zugegebenermaßen üble Spiel spielte ich über lange Zeit, trotzdem konnte ich ihn nicht verlassen. Ja gut, das Thema lasse ich jetzt mal außen vor, dass dieses ganze Trara mit Mami und Papi und intermittierende Verstärkung, also so wie bei Spielsucht, dass der Automat mal liefert der Automat was, mal nicht. Das kann man ein bisschen Tierexperiment, das kann man durchgängig verfolgen. Das macht einfach süchtig. Vielleicht ist es auch eine gewisse Bedürftigkeit. Vielleicht, ja, es ist der Liebeschip. Aber ich will jetzt nicht, dann wird diese Mail hier stundenlang dauern, nicht das alles wieder raufdödeln. Aber da müsstest du mal gucken für dich. Zum Beispiel auch Modul 1 und so weiter oder whatever. Er ist in dieser Zeit, in dieser und Off-Zeit auch immer wieder zu Frauen, ohne dass ich es wusste. Also Illoyalität auf beiden Seiten. Auch Leid auf beiden Seiten, aber keiner in der Lage, die Trennung konsequent durchzuhalten. Ja, das ist jetzt so eine richtig krasse, überaktivierte Beziehung. Gibt es auch ein Video zu. Diese Betrügerei begleitete uns über Jahre, bis er mir seine, wie er sagte, Lebensbeichte ablegte, weil er mit mir weitergehen wollte. Gut, schön. Es tat mir weh und ich habe gebeichtet. Auch gut. Im Jetzt versuchen wir immer wieder streitfreie Tage zu genießen, aber es sind realistisch gesehen wirklich nur Tage. Ja, könnte man jetzt versuchen mit einer Paartherapie, wo ihr euer Streitverhalten euch anguckt. Die Frage ist immer, aber das kann ich jetzt aus einer Mail wirklich nicht lesen, ob ihr euch so sehr antriggert, dass einfach die Trigger viel schneller aufgebaut werden, als man sie besprechen kann. Das ist dann manchmal ein Grund, warum Beziehungen auseinanderfliegen. Das ist, dass man einfach eine Woche braucht, um einen Trigger zu besprechen. In der Zeit sind wir schon wieder 3 neue aufgetreten und dann, ja. Und ihr müsstet beide mal gucken, ob ihr so ein bisschen dramasüchtig seid, weil das gibt so einen Kick, das Drama, aber keinen guten, ne? Es sei denn, man steht drauf. Ich habe gelernt, mich selber zurückzunehmen, bin schon eine dominante Frau, selbstständig, geschieden, mit gutem Verhältnis zu Ex-Mann und ich bin schon eine dominante Frau, selbstständig, geschieden, mit gutem Verhältnis zu meinen Ex-Partnern. Und das finde ich sogar wirklich gut.
Mein Lerneffekt in dieser langjährigen Beziehung. Jetzt feiert jemand aus meiner Familie Geburtstag. Er ist eingeladen. Ich frage, ob er kommt. Antwort: Ich weiß nicht. Du gibst mir ja nicht das Gefühl, da hinzuzugehören. Aber er sagt gleichzeitig diesem aus meiner Familie auch nicht ab. Ja, da müsste man jetzt auch mal seine Seite hören. Echt schwer zu sagen, aber. Also bauchgefühlmäßig habe ich so das Gefühl, er ist einfach, will einfach nicht kommen. Ich sehe immer die Frage, möchte er wirklich eine ganz normale Beziehung führen? Manchmal ist er auch dann vorgeschoben. Also die Frage ist, wie ehrlich seid ihr wirklich? Wenn ihr wirklich ehrlich seid, also wenn das wirklich eine ehrliche Antwort ist, dann könntet ihr jetzt drüber reden. Wenn es jetzt eine manipulative Antwort ist, weil er einfach keinen Bock hat, dann wäre es nicht so gut. Aber das kann ich habe leider keine Glaskugel, so. Er ist eingeladen. Ich frage, ob er kommt. Antwort, achso, das hatten wir schon. Mir wäre es wichtig, ihn an meiner Seite zu wissen. Ja, er ist aber auch ein freier Mann, ne? Er muss nicht, ne? Er bringt immer wieder meine Vergangenheit auf das Tablett, um zu rechtfertigen, warum er sich nicht wohl oder sicher fühlt. Gut, also ich gehe jetzt mal von dem aus, was in der Mail steht. Wenn ihr beide das Gleiche gemacht habt, dann ist es natürlich nicht gut. Dann, wenn er der Meinung ist, du hast mehr gemacht als er, wäre immer noch so ein Aufrechnen, aber... Ich sag immer, wenn man jemand nicht verzeihen kann, fremdgehen, dann macht die Beziehung auch keinen Sinn, weil dann passiert genau das. Es wird immer wieder hervorgebracht, immer wieder. Und das kann auch wieder toxisch sein, wenn jemand immer wieder einem die Fehler vorhält. So. Aber auch das ist jetzt, sind so subtile Sachen manchmal. Vielleicht will er auch nur was erklären und erklärt es dann damit, ja, es ist das, das und deswegen, aber ich meine, da müsste er ja auch gleich sehen, dass er selber ja auch fremdgegangen ist und dass es ein bisschen albern ist, das immer wieder aufs Tablett zu bringen. Ne? Oder ist es wieder andere Möglichkeit, ist es wieder so ein bisschen manipulativ und er will dich einfach nur in eine Ecke bringen, wo es für ihn einfacher ist, weil du die Blöde bist, du bist immer die Dumme. Das wäre wiederum nicht gut, ne? Die Beichte ist 1,5 Jahre her. Beide sind davon überzeugt, ehrlich und sauber. Beide sind, davon bin ich überzeugt, ehrlich und sauber. Ich persönlich finde aber, dass man im Heute alles mal ruhen lassen kann. Muss man. Ihr könnt die Beziehung nicht fortsetzen. Es muss ruhen. Ich habe schon ein paar Therapien gesagt, wo Sachen von vor 100 Jahren immer wieder auf den Tisch kamen und damit kann man jemanden so richtig fertig machen und dann ist der andere über ein Schuldgefühl, weil er hat ja was falsch gemacht. Hat sich aber entschuldigt und es wird immer wieder vorgehalten. Das kann sehr manipulativ sein teilweise, ne? Und dann ist man in so einer blöden Position. Deswegen sage ich immer, eigenes Spielfeld sauber halten. Das ist das Sicherste. Aber gut, was passiert ist, ist passiert. Ja. So, loslassen sollte und bestimmte Dinge für den anderen tun kann, wenn sie ihm wichtig sind. Ja, aber er muss nicht. Also... Finde ich auch. Also eine Beziehung ist aufeinander zugehen und wenn du nur auf ihn zugehst und er nicht auf dich, ist es nicht gut. Ist keine ausgeglichene Beziehung, nicht gut. Ob du das jetzt toxisch nennst oder sonst wie, ist egal. Aber natürlich muss er nicht. Er kann sagen, ey, ist mir scheißegal, ich hab keinen Bock drauf. Und dann musst du halt gucken, wo sind deine Standards? Immer ist immer das Gleiche. Ne? Bin ich da zu streng? Nein, das sind deine Standards. Nur du versuchst, etwas von jemandem zu kriegen, der dir es einfach nicht geben will. Und dann, ich weiß, ihr wollt das alle mal nicht wahrhaben, aber da muss man sich überlegen, ob es die richtige Beziehung ist, egal wie lange man zusammen ist. Und oder man muss es einfach sagen, ich krieg's nicht und ich richte mich ein da drin. So, ne? Aber immer wieder von einer Rose zu sagen, sie soll keine Dornen haben. Da sagt die Rose irgendwann, ja, verdammte Scheiße nochmal, ich hab aber Dorn. Ja, es hinkt jetzt ein bisschen das Bild, was natürlich Rosen ohne Dornen gibt. Aber jetzt von einer Rose, die schon Dornen hat, zu sagen, sie soll bitte keine Dornen haben, das wird nicht gehen. Also Dornen jetzt im übertragenen Sinne. Ne? So, bin ich da zu streng zu fordern? Er sagt, das bedeutet Druck für ihn. Das ist natürlich so ein typisch bindungsängstliche, also bindungsvermeidende, ich kenne ihn nicht. Aussage ist einfach nur so als zum Nachdenken für dich. Kann auch sein, dass er das aus anderen Gründen sagt.
Aber ja, dann bedeutet es Druck. Trotzdem hättest du es gern. Das ist auch immer so ein Totschlagargument. Das bedeutet Druck, Druck für mich. Ja, und jetzt, also ihr habt beide, also beide haben, beide Partner haben eine Verantwortung dafür, dass die Beziehung weiterläuft. Wenn einer mal sagt, oh, Sex ist Druck für mich, ich übertreibe jetzt mal, ne? Geburtstag gehen ist Druck für mich, Zeit zusammen verbringen ist Druck für mich, dass wir überhaupt daten ist Druck für mich, ja. Dann gibt jemand nicht unter Umständen, musst du prüfen für dich, jemand nicht so viel in eine Beziehung rein. Erwartet aber trotzdem die Nebenleistung von Beziehungen zu kriegen, ne? Körperlichkeit und Aufmerksamkeit. Und ist dann wiederum vielleicht ein bisschen angetoxt, weiß ich nicht. Ne? So, das wiederum, nee, auf der anderen Seite spricht er von einem gemeinsamen Haus. Ja, das hört sich, auch das weiß ich nicht, hört sich an wie Future Faking. Das wiederum macht nur Bauchschmerzen. Ich habe das Gefühl, ich kann die Vergangenheit loslassen, er nicht. Ja, dann kommt ihr, seid ihr am toten Punkt. So geht's nicht weiter. Dann entweder du triffst eine Entscheidung, er trifft eine Entscheidung oder ihr macht Paartherapie. Oder sonst was. Er behauptet, mein Betrug wäre schlimmer gewesen. Er traut mir es heute nicht. Glaubt, ich schaue Männern hinterher, was ich wirklich nicht tue. Gut, ich kenne jetzt seine Seite nicht. Ich kann jetzt nur von dieser Mail ausgehen, wenn auch das könnte sein, dass er dich versucht, einfach, du bist die Böse, aber er ist nicht der Böse. Und dann dir immer wieder Druck macht und immer wieder seine Wünsche dir aufzwingt, weil er sagt, du bist eigentlich böser als ich, so, ne? Aber selbst wenn es schlimmer war, der Betrug, es ist ja jetzt, glaube ich, Jahre her, ne? Wenn er keinen Strich machen kann, dann kann er keinen Strich machen und dann könnt ihr keine Beziehung mehr führen, ne? Meine Meinung. Seine Kritik ist oft in Zynismus verpackt. Zynismus hat nichts zu suchen in der Beziehung. Nichts. Nichts. Das Zynismus ist nahe an den apokalyptischen Reitern einer Beziehung bei Godman. Also, das geht so in die Richtung. Also, das Zynismus ist leicht so ein bisschen passiv-aggressiv. Ne? Also, ja. Weil ich, das ist aggressiv, ohne dass man sagt, man ist aggressiv. So, ne? Offene Gespräche verlaufen oft nicht wirklich gut und ich sagte schon mehrfach, dass wir wirklich nicht passen als Paar. Ja, den Eindruck hat man so ein bisschen, dass ihr einfach nicht kompatibel seid, ne? Wir können mal vieles lachen, aber wenn es um Probleme geht, dann wird es sehr schwierig und ich sende etwas ganz anderes aus, als er empfängt und umgekehrt. Also, wir arbeiten echt, geben uns Mühe, geben nicht auf, aber es ist nie fallen lassen. Ja, es ist immer die Frage, will man jetzt wirklich ein Leben lang daran arbeiten, dass aus den Rosensamen endlich Rosen werden? Oder sagt man, ich suche mal Rosen, die schon fertig sind? Es ist immer wieder, dass jemand erst fertig werden muss. Ich finde das ist ganz leicht. Ich kenne dich nicht so pluspolig, ne? Ja. Das ist, also nicht, dass das falsch wäre, nur das schafft so viel Leid. Das schafft so viel Leid, wirklich. Gut. Nie wirklich wohlfühlen, fast immer wie Therapie. Na, auf eine Art ist jede Beziehung wie Therapie, nur es kann ja eine schöne Therapie sein. Ein schönes Feedback, ein schönes gemeinsames Weiterentwickeln. Ne? Jetzt fragst du natürlich, brauchst du das? Ja, brauchst du das? Natürlich nicht. Die Frage ist nur, warum gelingt es mir nicht zu gehen oder ihm? Bei ihm kenne ich jetzt nicht. What the fuck ist das hier? Bin ich gestört? Er behauptet oft, ich wäre krank im Kopf. Willst du einen Partner haben, der sagt, du bist krank im Kopf? Also von seiner Seite auch sehr häufig persönliche Beleidigung. Was soll ich tun? Willst du einen Partner haben, der dich persönlich beleidigt? Also ich würde sagen, wenn du dich schon hast, würde ich dir sehr raten. Modul 1, natürlich kann man immer auch mal selber in Therapie gehen, sage ich jetzt einmal meiner Vollständigkeit halber. Oder du kannst einfach eine Entscheidung treffen, dass das vielleicht nicht so selbstliebend ist, was du da machst, weil es dir einfach nicht gut tut und weil sich die Situation einfach nicht ändert, egal wie du dich bemühst. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Alkoholiker und du hättest alles bemüht, ihn vom Alkohol wegzubringen. So, das kannst du wirklich 100, 200, 300, 728 Jahre machen und es führt zu nichts, weil das einfach nicht will, der andere. Und dann muss man, also dann kann man
Therapie machen, man kann Kurse machen, man kann auf die Bohrinsel, man kann Jakobsweg gehen. Trotzdem ist es, letztlich muss man es irgendwann einfach mal entscheiden. Und die Entscheidung kann ich dir jetzt schon sagen, kann dir keiner abnehmen. Die kann dir auch kein Therapeut abnehmen oder kein Berater. Ich kann dir den nicht abgeben. Es ist deine Entscheidung. So, und ich glaube, warum du es nicht schaffst, also du würdest es schon schaffen, wenn du diese Entscheidung treffen würdest. Oder vielleicht würdest du dann, hättest du, so auf eine Art hast du diese Entscheidung noch nicht getroffen. Und das ist total okay, weil Zeit spielt auf eine Art auch keine Rolle, so, ne? Und vielleicht bist du einfach bisher nicht bereit gewesen zu gehen. Also schaffen, wenn du bereit bist, glaube ich schon, dass du es schaffst. Ne? Aber das ist, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, diese Entscheidung zu treffen. Ja, schreib mal Tagebuch, schreib mal alles auf, was so passiert in einem Monat. Mach mal so eine Shitlist. Das ist Modul 0. Einfach mal zu gucken. Einfach mal zu gucken, was ist die Realität? Muss jetzt ja keiner der Böse sein. Was ist die Realität dieser Beziehung und tut mir das gut? So, ne? Gut, in diesem Sinne, lange E-Mail. Wir werden uns bald wiedersehen.